EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Märchen der Gebrüder Grimm. Heute Prinz Schwan. Es war einmal ein Mädchen mitten in einem großen Wald. Da kam ein Schwan auf es zugegangen. Der hatte einen Knäuel Garn und sprach zu ihm: »Ich bin kein Schwan, sondern ein verzauberter Prinz, aber du kannst mich erlösen, wenn du den Knäuel Garn abwickelst, an dem ich fortfliege. Doch hüte dich, dass du den Faden nicht in zwei brichst, sonst komme ich nicht bis in mein Königreich und werde nicht erlöst. Wickelst du den Knäuel aber ganz ab, dann bist du meine Braut.« Das Mädchen nahm den Knäuel, und der Schwan stieg auf in die Luft, und das Garn wickelte sich leichtlich ab. Es wickelte und wickelte den ganzen Tag, und am Abend war schon das Ende des Fadens zu sehen. Da blieb er unglücklicherweise an einem Dornstrauch hängen und brach ab. Das Mädchen war sehr betrübt und weinte. Es wollte auch Nacht werden. Der Wind ging so laut in dem Wald, dass es ihm Angst ward, und es anfing zu laufen, was es nur konnte. Und als es lang gelaufen war, sah es ein kleines Licht, darauf eilte es zu und fand ein Haus und klopfte an. Ein altes Mütterchen kam heraus, das verwunderte sich, wie es sah, dass ein Mädchen vor der Türe war. »Ei, mein Kind, wo kommst du so spät her?« »Gib mir doch heut Nacht eine Herberg«, sprach es, »ich hab mich in dem Wald verirrt, auch ein wenig Brot zu essen.« »Das ist ein schweres Ding«, sagte die Alte, »ich geb's dir gern, aber mein Mann ist ein Menschenfresser. Wenn der dich findet, so frisst er dich auf, da ist keine Gnade. Doch wenn du draußen bleibst, fressen dich die wilden Tiere. Ich will sehen, ob ich dir irgendwie durchhelfen kann.« Da ließ sie es herein und gab ihm ein wenig Brot zu essen und versteckte es dann unter dem Bett. Der Menschenfresser aber kam allemal vor Mitternacht, wenn die Sonne ganz untergegangen ist, nach Hause und ging morgens, ehe sie aufsteigt, wieder fort. Es dauerte nicht lang, so kam er herein. Ich wittere Menschenfleisch«, sprach er und suchte in der Stube. Endlich griff er auch unter das Bett und zog das Mädchen hervor. »Das ist noch ein guter Bissen.« Die Frau aber bat und bat, bis er versprach, die Nacht über es noch leben zu lassen und morgen erst zum Frühstück zu essen. Vor Sonnenaufgang aber weckte die Alte das Mädchen. »Eil dich, dass du fortkommst, ehe mein Mann aufwacht. Da, ich schenk dir ein goldenes Spinnrädchen, das halt in Ehren. Ich heiße Sonne.« Das Mädchen ging fort und kam abends an ein Haus, da war alles wie am vorigen Abend, und die zweite Alte gab ihm beim Abschied eine goldene Spindel und sprach: »Ich heiße Mond.« Und am dritten Abend kam es an ein drittes Haus, da schenkte ihm die Alte einen goldenen Haspel und sagte: »Ich heiße Stern, und der Prinz Schwan, obgleich der Faden noch nicht ganz abgewickelt war, war doch schon so weit, dass er in sein Reich gelangen konnte. Dort ist er König und hat sich schon verheiratet und wohnt in großer Herrlichkeit auf dem Glasberg. Du wirst heute Abend hinkommen, aber ein Drache und ein Löwe liegen davor und bewahren ihn. Darum nimm das Brot und den Speck und besänftige sie damit.« So geschah es auch. Das Mädchen warf den Ungeheuern das Brot und den Speck in den Rachen, da ließen sie es durch und es kam bis an das Schlosstor. Aber in das Schloss selber ließen es die Wächter nicht hinein. Da setzte sie sich vor das Tor und fing an, aus seinem goldenen Rädchen zu spinnen. Die Königin sah von oben zu. Ihr gefiel das schöne Rädchen, und sie kam herunter und wollte es haben.
Das Mädchen sagte, sie solle es haben, wenn sie erlauben wollte, dass es eine Nacht neben dem Schlafzimmer des Königs zubrächte. Die Königin sagte es zu, und das Mädchen ward hinaufgeführt. Was aber in der Stube gesprochen wurde, das konnte man alles in dem Schlafzimmer hören. Wie es nun Nacht ward und der König im Bett lag, sang es: »Denkt der König Schwan noch an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwen und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?« Aber der König hörte es nicht, denn die listige Königin hatte sich vor dem Mädchen gefürchtet und ihm einen Schlaftrunk gegeben. Da schlief er so fest und hatte das Mädchen nicht gehört, und wenn es vor ihm gestanden wäre. Am Morgen war alles verloren, und es mußte wieder vor das Tor. Da setzte es sich hin und spann mit seiner Spindel. Die gefiel der Königin auch, und es gab sie unter derselben Bedingung weg, daß es eine Nacht neben des Königs Schlafzimmer zubringen dürfe. Da sang es wieder: »Denkt der König Schwan nicht an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Sternen, durch Löwen und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?« Der König aber schlief wieder fest von einem Schlaftrunk, und das Mädchen hatte auch seinen Spindel verloren. Da setzte es sich am dritten Morgen mit seiner goldenen Haspel vor das Tor und haspelte. Die Königin wollte auch diese Kostbarkeit haben und versprach dem Mädchen, es sollte dafür noch eine Nacht neben dem Schlafzimmer bleiben. Es hatte aber den Betrug gemerkt und bat den Diener des Königs, er mögte diesem heute Abend was anderes zu trinken geben. Dann sang es noch einmal: »Denkt der König Schwan nicht an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwe und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?« Da erwachte der König, und wie er ihre Stimme hörte, erkannte er sie und fragte die Königin: »Wenn man einen Schlüssel verloren hat und ihn wiederfindet, behält man dann den alten oder den neugemachten?« Die Königin sagte: »Ganz gewiss den alten.« »Nun, dann kannst du meine Gemahlin nicht länger sein. Ich habe meine erste Braut wiedergefunden.« Da mußte am anderen Morgen die Königin zu ihrem Vater wieder heimgehen, und der König vermählte sich mit seiner rechten Braut, und die lebten so lange vergnügt, bis sie gestorben sind.